Die Art Karlsruhe ist für mich der Startschuss für das internationalste Jahr, was ich haben werde bis jetzt. Es gibt, glaube ich, kaum einen Künstler, der eine Dreiviertelstunde nach der Eröffnung bereits ausverkauft ist. Sowohl die Unikate als auch die Grafikedition ist komplett vergriffen. Man merkt, dass es sich laufend weiterentwickelt, dass er andere Malstile anfängt auszuprobieren. Ich habe jetzt sehr, sehr viel auch mit der Rakeltechnik gearbeitet. Im Gegensatz zu anderen Künstlern, die oft recht flach machen, ist das recht plastisch alles dargestellt. Ich habe die Farben wirklich richtig explosiv knallen lassen in den Bildern. Es ist etwas, was es vorher so überhaupt noch nicht gab. Er bestätigt im Grunde genommen das, was er letztes Jahr ja schon eingeleitet hat. Ich glaube, das gibt so dem einen oder anderen die Antwort, der noch daran gezweifelt hat, wie sich Leon in Zukunft entwickeln wird.